fast glatt behaupten, wir kommen im Icarus-Komplex, wo es nur noch ekelhafte Tentakel gibt. Das sieht ja mal abgefahren aus. Und so weit dagegen kommen wir. Mickey Mouse und Donald Duck. Okay. Kleiner Bastard. Lol. Das sind die Kraftfelder, was sie da meinten, oder? So, die großen Mathematiker und Hochwissenschaftler, die bei uns zuschauen. Was ist das? Jesus. Orochi has leverage on everyone. Samuel Card, genau, der CEO, ihre Anfrage. Wir haben die angeforderten Akten gesammelt, unsere Ansicht in eine Konsole geladen. Die Dateien enthalten detaillierte Möglichkeiten, die Victor's Crew unter Druck zu setzen. Sollte die Untersetzung weiterer Überwachungsmaßnahmen erforderlich sein, sind wir darauf vorbereitet. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Ihr ergebenster Diener, Central. Ina Volkova. Im Alter von 27 Jahren war Dr. Ina Volkova unmittelbar an Avaria Kirchewe beteiligt, als sie Kritschau-Zwischenfall internationale Aufmerksamkeit sorgte. Sie hatte mehrere Jahre lang in einem stillgelegten Militärbasis vor den Toren von Kritschau in Weißrussland gearbeitet. Tausende Bewohner der Kleinstadt wurden durch eine Explosion in der Basis getötet. Eine Explosion zur Vertuschung der Freisetzung einer außerirdischen Substanz, die sie erforscht hatte. Im Laufe von der Öffentlichkeit mit großem Interesse verfolgten Prozessen wurde Dr. Volkova verschiedener Geheimexperimenten nachgewiesen, in denen hochrangige Mitglieder der Regierung angeblich Experimente von denen hochrangige Mitglieder der Regierung angeblich keine Kenntnis hatten. Von der Urteilsverkündung floh Volkova aus Weißrussland und beantragte Asyl in der Botschaft der Russischen Föderation in Tokio. Als Gast der Botschaft, denen ständig die Ausweisung drohte, konnte Ina ihre Forschung nicht fortführen. Sie haben ihr die Möglichkeit geboten, ohne Auflagen zu arbeiten. Sie nahm das Angebot und eine strikte Vertrauensvereinbarung an und kehrte nach Weißrussland zurück. Während ihre ethische Integrität fragwürdig blieb, sind ihre Fähigkeiten unbestritten. Engmaschige Überweisungen und nach Ergebnissen Ausdruck des Vertrauens empfohlen. Und so weiter und so fort. Aha. Handel mit Heroin, Rauschgiftbesitz, fahrlässige Tötung. Hohoho, das ist krass. Masterabschluss in Maschinentechnik, in Linguistik, an Kalifornien.
California Institute of Technology. Boah, nicht schlecht. Da hat er sich gut was geleistet. Oh, Lucas, what the fuck? Mehrere Vorfälle, absolute Kontaktverbot, Mary Richardson, Kontaktverbot, hier Anderson, absolutes Kontaktverbot, Abigail White, Vergehen, Verstoß gegen Kontaktverbot, Strafmaß 30 Tage. Scheiße. Dr. Van Buren, soziopathische Tendenz, wurde im Rahmen seiner Jugendpsychiatrie-Jugendtherapie umfassend dokumentiert. Lukas fällt es schwer, Gefühle richtig zu deuten, und er weiß innerhalb seines sozialen Umfeldes mangelnde Empathie für seine Mitmenschen auf. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass er von seinen Eltern nach einer Vivisektion der Familienkatze in der Psychiatrie eingewiesen wurde. Was ist denn eine Vivisektion? Dr. Van Burens Beitrag auf dem Gebiet der Physiologie sind beachtlich. Seine Arbeit ist es zu verdanken, dass die Entwicklung der zentralamerikanischen Sprache in ihrem Ursprung zurückzufolgen werden konnte. Erst kürzlich war eine Übersetzung der von Orochi entdeckten alten Texte und Sternkarten beteiligt. Bla 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 blub. Interesting. Also ist wirklich interessant. Das kleine Mistschiff da, ne? Diese Schlangenstatue da, die nackt ist, die für Fruchtbarkeit steht. Das sieht aus wie so eine Energieerzeugung oder Datenspeicherung. Das kann man sich natürlich darüber denken. Das geht sogar beide Seiten. Was für Hölle liegt denn da? Das ist ja widerlichst. What is that? Ja, genau. Was ist das? What is that? Ist es ein Kind?
Embryo. Was hat die denn hier gemacht? Also jetzt geht's aber richtig ab. Das ist mehr als nur ekelhaft. Jetzt sieht man halt nochmal das Ausmaß des Ganzen, ne? Also wie groß es ist. Und wir sind gerade durch den ganzen Bereich gelaufen und sind jetzt hier. Und ich sehe schon kommen, wie wir vielleicht irgendwann da unten sind. Alien 2.0, nur dass die Viecher anders sind. Warum? Oh shit! Erschrocken. Achso, da geht er oben rein und verschwindet dann. Oh! Wollte ich schon zurücklaufen. Wohlmerkt, wir sind immer noch, also innerhalb des Planeten, ne? Also in so einer Höhle. Stop it! Get out of my head! You couldn't crack open your helmet like a walnut. And my voices will still. Not in the spaces we know, but in between. Oh yeah. Ganz toll. Jetzt sind wir scheinbar in so einer. Huh, there are more of those things? They called to them, and they answered. Outside time in a trance. Manipulated, contorted their beings until they emerged from chaos anew. Sie hat die Pluralform genutzt. Ich habe es gerade gar nicht gelesen, was da war, sondern erstmal. Nur hier wird ihre Pura vorgenommen, ihre Kinder. Also gibt es ja auch mehr von diesen Scheißviechern. Okay, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Gerumst. Alle noch da, wo sie hingehören. Scheinbar.
Türcode finden. Brauche ich auch gar nicht versuchen, erst da ranzugehen. Oh, das MRT brauchen wir nicht mehr benutzen. Bevor ich jetzt rangehe. Holy shit! That's all of us. The entire Invictus crew. Are we the originals? The copies. Jetzt, wenn wir uns geklont hätten, ne? Vielleicht sind wir ja Klons. It doesn't end. Split from a single seed. Germinated, scribbled on carbon paper, they multiply like vermin. Sentience is a glitch in the sensory organs. Pain, a cancer fed by reality. Oh, Gottes Willen. Oh, was haben die bloß hier für einen Kram gemacht? Experiment 279 Protokoll Icarus. Wir experimentierten mit der Substanz, Wesenheit bzw. Phänomen, das gemeinhin als Schmutz von Dr. Volkova, allerdings als Z-Pad bezeichnet wird. Jede Probe wird engmaschig kontrolliert und laut der Icarus-Protokolle mit einem spezifischen Strahlendosis geschwächt. Ziel dieses Experiments ist es, herauszufinden, ob dieses übernatürliche Kontaminat auf geklontes Humangewebe und geklontes menschliches Hybridgewebe dieselbe Wirkung ausübt wie auf normales Humangewebe. Und falls nicht, inwiefern unterscheidet sich die Wirkung? Heute haben wir geringere Mengen des Schmutzes unter Einhaltung der Sicherheitsprotokolle in geklonten Zellen injiziert und diese beobachtet. Die Effekte waren weitestgehend ähnlich und die Moleküle des Kontaminats attackierten die Zellen. Allerdings lief der Prozess deutlich langsamer ab als die frühere Beobachtung. Das ist dann. One by one they fell to madness and death, just like a child's song. Alles klar. Interessante Kinder hier, die ihr hört. Der Schmutz ist entkommen. Ich habe meinen Schutzanzug versiegelt und sämtliche NUFA-Protokolle durchlaufen. Ich habe das bestrahlte Serum anweisungsgemäß injiziert. Die Nebeneffekte sind intensiv, aber erträglich und bei weitem besser als die Alternative. Wie ist das passiert? Es gibt kein Leck. Ich denke, die Theorie, laut der der Schmutz fließt und in Dimensionen außerhalb unserer Wahrnehmung sickert, könnte zutreffen. Ich habe Hilfe angefordert. Ich versuche nicht in Panik zu geraten. Ich zeichne alle Erkenntnisse aus dieser Panne auf. Die Stimmen, sie sind immer noch da. Anfangs habe ich sie ignoriert und mich zu meinem Rationalismus beglückwünscht. Aber dann lehrten die Stimmen, meine Stimme zu imitieren. Und ich dachte, sie sind ich. Und ich bin die Stimme. Nein, das ergibt keinen Sinn. Die Strahlungen scheint anzuschlagen. Meine Extremitäten entwickeln ein Eigenleben. Allerdings nur, wenn ich nicht hinsehe. Ich muss meine Extremitäten intensiv anstarren, damit sie keine Dummheiten machen. Ich habe einen genauen Plan aufgestellt, um jedes Körperteil maximal 7 Sekunden lang anzusehen. Ich muss sie im Auge behalten. Außer meinen rechten Arm. Guter Arm. Ich bin Wissenschaftler. Wissenschaftler. Heute Arm verloren.
rechter Arm, guter Arm und unverderblicher Teil, makellos. Ich werde für immer makellos sein, guter Arm. Liegt im in der Leichenhalle, Code 9510. Das muss ich mir mal aufschauen. 9510. Ich bin Wissenschaftler. Ich werde mich in Gummizelle einschließen. Alle sind sicher. Wissenschaftler. Das Viech, was wir gesehen haben. Wissenschaftler, Wissenschaftler, Wissenschaftler. Kann man also lesen. Okay. Dann wissen wir immerhin schon mal, wo der Arm ist, den wir ja brauchen. Und das ist trotzdem gruselig. So richtig gruselig. Jetzt weiß er wenigstens, wie die Mädels mal nackt aussehen, ne? Doch, was? Ist auch ganz attraktiv. Was haben wir hier noch so schönes? We're all expendable assets to Orochi. Wasn't enough to know all our secrets. They can't leverage us, they'll just replace us. Die Sache ist aber die. Sie ersetzen euch mit euch selbst. Wenn man es mal ganz genau nimmt. Projekt Icarus ist autorisiert, im Falle unvorhersehbarer Umstände einen Notfallplan umzusetzen. Der die Invictus-Crew möglicherweise gefährdet. Bis zum Auftreten eines schweren Verstoßes wird ein Replik des Individuums erzeugt und aufbewahrt. Schwere Verstöße gegen die Filmpolitik sind unter anderem nicht autorisierte Übertragung von Operationsdaten an Dritte, unabhängig von deren Inhalt. Verbale Androhung der Übernahme oder Sabotage von Missionszielen oder Filmausrüstung, Mord, Beobachtung eines Mords, tödliche oder verkrüppelte Verletzung, Beobachtung der Freilassung des geklonten Subjektes. Bitte lesen Sie vor der Freilassung des geklonten Individuums die entsprechenden Sicherheitsrichtlinien. Geheimhaltung ist von höchster Bedeutung. Verstöße gegen die Protokollrichtlinien ziehen die sofortige Terminierung nach sich. Ach nein. Tatsache. Klonvorgang erfolgreich. Organisches Gewebe zeigt keine Anzeichen von Verfall durch beschleunigtes Altersprozess. Gedächtnisimplantation durch nächtliche Gehirnscan abgeschlossen. LOL. Also gehen wir von da nach da. Das ist ja geil. Klar, steht da sogar. Von Buren. Volkovaina. Wilcox. Jofin. Never Hard Chain. Krass, ich also. Mann. Nicht schön. Number sees their meaning. Ich will da gar nicht ran. Was hat er gesagt? Oh God, that's disgusting. A tactile tool, tender, undelicate. Warum zur Hölle ist da ein Roboter drinne?
Das ist also sein guter Arm. Piece of shit!